Da gibt es überhaupt keine Erfahrungswerte. Keine Also das Erfahrungswerte. ist völlig unbekannt. Es ist so, dass Nervenprobleme, Nervenentzündungen in praktisch allen Fachinformationen stehen. Also das sind die erweiterten Beipackzettel von Impfstoffen. Und diese Fachinformationen sind ja ein Bestandteil der Zulassungsunterlagen. Aber sie werden auch regelmäßig aufgefrischt, wenn jetzt zum Beispiel neue Erkenntnisse gewonnen werden zu Nebenwirkungen, dann werden die Beipackzettel überholt und es gibt alle paar Monate gibt es neue Fassungen. Und hier ist in fast jedem Beipackzettel sind eben Nervenprobleme, Nervenerkrankungen, Nervenentzündungen aufgeführt. Das Komische ist, ich habe mir mal den Spaß in Anführungszeichen gemacht, meinen eigenen Impfausweis nochmal durchzugucken von früher. Also ich habe komplett alles mit Auffrischung doppelt und dreifach. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ein Arzt mir jemals oder meine Mutter jemals irgendwas erzählt hätte über Beipackzettel. Ja. Müssen die das überhaupt nicht oder wie ist das? Ja, die müssen das natürlich schon. Also eine Impfung ist eine medizinische Maßnahme und damit rein rechtlich gesehen in jedem Fall eine Körperverletzung. Also eine Impfung ist grundsätzlich, auch eine Schluckimpfung ist grundsätzlich eine Körperverletzung, eine Straftat. Und der Wenn er sie Arzt, gegen den Willen des Betreffenden nein, macht. es ist Es ist so. rein juristisch, es ist so, es ist jede Impfung ist eine Körperverletzung. Aha. Und der Arzt bleibt nur dann straffrei praktisch, also der darf das nur dann machen, wenn die Eltern oder derjenige selber, eben der erwachsene Patient, wirksam eingewilligt hat. Das wird, Wirksam ja. ist also das juristische Schlüsselwort. Er muss wirksam einwilligen und für eine wirksame Einwilligung gibt es ganz klare Regeln. Das heißt, er muss umfassend aufgeklärt worden sein. Umfassend heißt auch über seltene Nebenwirkungen, also nicht nur über ein bisschen Fieber und sonst passiert nichts. Und erst wenn der Patient genau das Pro und Contra kennt für diesen medizinischen Eingriff, erst dann ist er überhaupt in der Lage, wirksam einzuwilligen. Da müssten sich die Ärzte ja wirklich Zeit nehmen für Beratungen in ihrer Ja. Praxis. Also die könnten nicht 100 Kinder am Tag Nein. behandeln, sondern die müssen dann wahrscheinlich 10 haben und den Eltern mal genau erklären, was eigentlich Sache ist. Und Ja, dafür kriegen der sie Arzt. wahrscheinlich kein Geld. Der kriegt für die Aufklärungsleistung an sich keinen Cent. Also zumindest in Deutschland ist es so, dass der Arzt nur wie eine Versicherungsprämie quasi, wo der Vertreter, der Versicherungsvertreter bekommt nur im Erfolgsfall eine Prämie, so ist es bei den Ärzten auch. Die bekommen nur, wenn sie anschließend die Impfspritze verabreichen, bekommt er das honoriert. Schau an. Also wenn dem Arzt das Schlimmste, was dem Arzt passieren kann, dass er umfassend aufklärt und die Eltern sagen nein, weil dann Ja. bekommt er keinen Cent. Und so ein konkretes Beispiel nochmal kurz vielleicht angeschlossen. Wenn ein Kind, jetzt passiert das ständig, die fallen vom Fahrrad oder klettern auf den Baum und schürfen sich wo auf, ja, oder sie fallen mal schlimmer hin, kommen ins Krankenhaus. Das Erste, was gemacht wird, ist ja ganz routinemäßig die Tetanusspritze sozusagen verabreicht. Das ist also praktisch von vornherein im Apparat drin. Eine Körperverletzung, mindestens Ja. mal eine. Ja, Das kann man so sagen. Das das gehört zur Routine und keiner hinterfragt das normalerweise. genau. Also es gibt so Standardsituationen, wo uns jetzt auch, also wir haben natürlich viele Kontakte immer auch mit Eltern, mit Betroffenen und es gibt zwei Fälle, wo das reine, wo Körperverletzung zur Routine geworden ist bei den Ärzten. Das ist einmal, was du geschildert hast im Verletzungsfall. Und das andere sind Frühchen, also Kinder, die nach der Geburt längere Zeit im Krankenhaus bleiben müssen. Und da bekommen die Eltern heute offensichtlich routinemäßig das Baby dann mit einem gefüllten Impfpass mit nach Hause. Da finden Impfungen statt, ohne dass irgendeinmal bei den Eltern aufgeklärt oder nachgefragt wurde. Dass ich das richtig verstehe, Frühgeburten, die Ja. sowieso einen ganz schwierigen Beginn des Ja. Lebens haben, die viel Fürsorge und auch Körperwärme und Behandlung brauchen, die kriegen gleich diesen Cocktail. Ja, Was und noch kriegen die mehr. denn, gespritzt? Die bekommen standardmäßig die Sechsfachimpfung und zwar in der 9. Lebenswoche schon in der Regel. Und unabhängig von dem Reifegrad, so ist es heute definiert. Früher war das ganz anders. Und die bekommen also in der 9. Lebenswoche diesen ganzen Cocktail. Und es gibt viele Ärzte, die dann sogar noch mehr impfen, weil ein Frühchen ja so besonders anfällig sei. Die bekommen dann zum Beispiel noch die Rotavirus-Schluckimpfung und andere Injektionen auch noch.
Wenn ich jetzt mal so den Advocatus Diaboli spiele und mir vorstelle, ich mache das, und jetzt haben wir ja gesehen, wie sich das auswirkt, und auf ein ganz junges Nervensystem auch, also Ja. je jünger, desto mehr wird sich sehr wohl auswirken, sage ich jetzt, Ist so, ja. ja, dann ist das ja eigentlich ganz praktisch, weil von diesen Nebenwirkungen und Nachfolgen, da könnte ich ja ganz gut davon leben, wenn ich dafür auch noch Medikamente verkaufe. Also eigentlich würde ich sagen, wenn ich früh impfe, dann schaffe ich die Garantie dafür, dass das Kind weiter später in meiner Behandlung bleibt. Ja. Kann man davon ausgehen? Kann man davon ausgehen. Also es ist wirklich so, dass die Pharmaindustrie sich da sicherlich neue Märkte erschließt durch die vielen Impfnebenwirkungen. Es ist, findet ja ganz viel Nebenwirkungen finden im Bereich der chronischen Krankheiten statt. Das heißt, irgendwelche sogenannten Autoimmunerkrankungen, wo eben der Körper seine eigenen Zellen oder Organe angreift. Beispielsweise der Typ-1-Diabetes ist ja auch immer wieder, gibt es klare Hinweise, dass der durch Impfungen ausgelöst wird. Die Kinder sind ja ein Leben lang von Insulin abhängig. Genau. Und das sind dann einfach halt Dauerkonsumenten. Also man kann das wirklich so sagen, durch die Impfungen, die immer mehr und immer früher geimpft werden, bekommen wir natürlich in der Summe immer mehr schwere chronische Krankheiten. Auch ein Allergikerkind braucht ja unter Umständen lebenslange Asthma-Medikamente und so weiter. Ja, was ist es eigentlich in den Impfungen, das diese Dinge auslöst? Das ist so, dass Impfungen ja zugelassen werden. Und da gibt es ja Studien dann, also die Ärzte argumentieren so, die impfbefürwortenden Ärzte, es gibt ja auch Ärzte, die abraten, also die Impfbefürworter argumentieren so, dass die Zulassung, die deutsche Zulassung so ein hohes Niveau hätte, dass das alles in Studien vorher sehr gründlich geprüft wäre. Das ist mathematisch völliger Blödsinn. Also das wissen die auch, die Ärzte nicht, aber die Verantwortlichen in den Gesundheitsbehörden und die Hersteller wissen das. Es ist mathematisch überhaupt nicht möglich, ausreichend Erkenntnisse bei der Zulassung zu haben. Jede Impfstoffzulassung ist ein Großversuch, ein anschließender Großversuch, Der vorher nicht stattgefunden hat und der an der vorher nicht Bevölkerung vorgenommen wird, stattgefunden hat. sozusagen. Genau. Also wir wollen vielleicht kurz nochmal, wie du gerade schon angedeutet hast, es geht nicht darum, jetzt sämtliche Ärzte zu verteufeln, das sind nur weit weg davon. Die Sache ist die, dass viele Ärzte es einfach nicht besser wissen. Genau. Sie haben studiert an der Uni und wer die Unis finanziert, die Forschung finanziert, das rückt ja immer mehr ins öffentliche Bewusstsein. Das Ja. ist ja nicht mehr selbstständig oder autark. Das wird ja gesponsert von allen möglichen Firmen. Ja. Und da sind die Ärzte drin und die kommen raus und sind der festen Überzeugung, sie wollen helfen, Genau. absolut. Und sie sind halt der Überzeugung, dass es so richtig ist. Aber es wird Ja. ihnen nicht gesagt, dass das eben eine einseitige Sache ist, die läuft. Ja. In dem Zusammenhang wird ja immer wieder behauptet, es sei eben nicht nachzuweisen, wenn eine chronische Krankheit da ist, dass sie auf eine Impfung zurückzuführen ist. Das wird ja sehr gern angeführt, dass das alles Panikmache ist und reine Fantasie. Könntest du dazu vielleicht nur was sagen, dass man da doch deutliche Zusammenhänge feststellen kann? Ja, die Zusammenhänge kann man natürlich in solchen Studien wie hier ganz klar herausarbeiten. Und es gibt natürlich auch einen theoretischen Unterbau unter das Ganze, dass eben die Impfungen einfach das Immunsystem in einer schädlichen Art und Weise stimulieren, anregen, dass spätere Probleme eben vorprogrammiert sind. Das Immunsystem reift genauso wie der restliche Organismus im Laufe der kindlichen Entwicklung. Und das Immunsystem braucht zur Reife eine bestimmte Reihenfolge von Lernschritten. Ich möchte das mal vergleichen mit einem Kind im Kindergartenalter. Es wäre praktisch so, wenn man dem Kind sehr frühzeitig schon mit einem Jahr Bücher vorsetzen würde, dass es jetzt unbedingt sofort auf der Stelle lesen lernen muss und sich dann auch noch freut, wenn es dann endlich lesen kann. Und in der Zeit, das braucht dann natürlich wahnsinnig viel Energie dafür, das Kind, um das Lesen zu lernen, zum völlig falschen Zeitpunkt. Und anschließend stellt man fest, das Kind kann ja jetzt dummerweise noch nicht mal laufen, ja, weil das hat man versäumt. Die ganze motorische Entwicklung ist auf der Strecke geblieben. Aber man brüstet sich also und sagt, das Kind ist jetzt schulreif, weil es lesen kann.
Ja, so ist es bei den Impfungen. Der Ja. Schaden ist wirklich in einer ähnlichen Dimension, weil falsche Bereiche vom Immunsystem viel, viel zu früh angeregt werden oder nicht nur angeregt, sondern das ist ja wie eine Brandstiftung letztendlich im Immunsystem. Also wird Feuer Ja. gelegt. Wir landen hier eigentlich wieder bei der Einsicht, dass die Natur intelligent ist, dass Ja. die auch ihre eigene Reihenfolge und die Schritte zur Ja. Reife eines Organismus, eines Individuums kennt und in der Regel auch vornimmt. Ja. Und da sind wir vielleicht kurz bei den Kinderkrankheiten. Es wird ja heute gerade, früher gehörten die zur Entwicklung. Die Oma sagt, ja, sind die Masern, es sind ein paar Tage vorbei, ist kein Problem. Und heute heißt wieder, ja, Masern ist eine Riesengefahr, wir müssen unbedingt impfen. Ich erinnere mich dran, ich saß beim Kinderarzt mit meiner Tochter und habe ihm also klar gemacht, dass sie keine Impfung kriegt. Und er hat mir dann gleich gesagt, erst vor kurzem ist bei uns wieder ein Kind an Masern gestorben. Ja. Wenn ein Kind an Masern stirbt, sind es die Masern, an der das stirbt? Es gibt natürlich Kinder, die sehr anfällig sind, sehr kranke Kinder. Es gibt behinderte Kinder, die eben besonders anfällig beispielsweise für Masern sind. Und es ist natürlich so, dass diese Fälle tragisch und sehr zu bedauern sind. Also das ist nicht so, dass ich jetzt da, es wird mir oft vorgeworfen, ich werde ja wahnsinnig viel angegriffen und mir wird zum Beispiel oft vorgeworfen, ich sei für die natürliche Auslese beim Menschen, was ja völliger Blödsinn ist. Also ich wäre für eine echte Unterstützung von solchen Kindern. Also das Ziel wäre eigentlich herauszufinden, welche Kinder haben ein Problem im Immunsystem und welcher Art haben die Probleme und wie kann man versuchen, das auszugleichen. Beispielsweise durch eine besonders gesunde Ernährung, durch die Gabe von Vitaminen und Spurenelementen, durch eine ganz individuelle Beratung. Was braucht das Kind denn wirklich, dass sich sein Immunsystem weiter stabilisiert? Könnte es sein, dass ein Kind einfach an einem Mangel an Vitaminen oder sowas stirbt und das schiebt man dann anschließend auf die Krankheit, auf die Masern zum Beispiel oder so? Ja, das kann sicher vorkommen, was aber bei uns noch häufiger vorkommt, dass die Kinder dann an der Behandlung sterben. Also ich mache da mal ein Beispiel. Da gab es so einen Fall, Masern in einer Jugendgruppe, die irgendwo im Ausland also deutsche Kinder, die im Ausland irgendwo in Ferienaufenthalt waren oder Schulaufenthalt und die haben dann, das sind unterwegs die Masern ausgebrochen. Und die Ärzte haben das völlig falsch diagnostiziert, haben zuerst auf einen allergischen Hautausschlag behandelt mit voller Breitseite schulmedizinischen Medikamenten. Als das dann nichts gebracht hat, haben sie gemeint, vielleicht ist es doch Scharlach und haben die Kinder hochdosiert mit Breitbandantibiotikum behandelt. Und dann hat man festgestellt, das ist jetzt aber komisch, das greift doch nicht und die Kinder sind jetzt schon richtig schwerst krank. Und ist dann auf die Idee gekommen, ach, das sind ja doch die Masern. Da war ja sowohl das eine als auch das andere völlig falsch. Also es waren eigentlich völlig falsche Behandlungen, die letztendlich dann sogar bei einem Kind zum Tod geführt haben in dieser Gruppe. Also die Diagnose scheint auch für Ärzte nicht so ganz einfach zu sein immer und die können sich auch mal täuschen. Ja. Das wird dann so als Kunstfehler oft verbucht, ja, und Ja. was für dramatische Ereignisse dahinter stehen, Ja. das kommt da gar nicht zum Tragen eigentlich. Ja. Und an der Stelle möchte ich vielleicht auch noch mal was zum Fieber sagen. Ja. Fieber ist ja gerade bei diesen Kinderkrankheiten ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige Heilreaktion. Ist auch ein Ausdruck, dass das Immunsystem funktioniert. Deswegen ist Fieber zunächst mal absolut wünschenswert. Also Kinder, die nicht ordentlich fiebern, das sind eher Problemkinder. Das ist aber heute ja eine genau verdrehte Sicht der Dinge. Also der Kinderarzt suggeriert einem schon bei den ersten U-Untersuchungen, dass Fieber was ganz Schlechtes ist und dass jeder Anflug von Fieber unbedingt zu bekämpfen ist. Und die Kinderärzte verschreiben schon bei den ersten U-Untersuchungen, ohne irgendeine Diagnose oder Anlass zu haben, Fieberzäpfchen. Also man bekommt mit dem Kind, mit dem Stempel in dem gelben U-Heft, bekommt man schon das erste Rezept für Fieberzäpfchen mit, dass sie was zu Hause haben. Damit was da ist, falls Ja, es kommt. genau. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass das alles auf so eine Art automatischen Denken rausläuft. Also dass wir praktisch als Automaten so in einer irgend so einer komischen Mittelschiene zu bleiben haben, in der wir so funktionieren, das tun, was gewisse Leute von uns erwarten, nicht zu viel nach rechts und links abweichen. Und das wird eben gesteuert durch diese äußere Zufuhr von Unterdrückung von allem, was der Körper eigentlich Ja. normalerweise macht. Ja.
Und die Impfung ist ja da ein typisches Beispiel dafür. Die Impfung ist ein ganz typisches Beispiel, ja.